Die Straße. Mann, toll, die Straße. Befreit von meiner Wohnung, Mann. Bin hier draußen an einem Sommertag, gehe, trage Beutel und Mantel. Mann, warum habe ich diesen Mantel mit runtergenommen und muss ihn sofort wieder raufbringen in mein Horst Badortis Apartment? Hier spricht Horst Badortis. Schalt das Tonbandgerät ein, um noch ein paar wertvolle Geräusche zu sammeln. Hör mal das Brummen im Hintergrund, Mann. Horst Badortis ist auf der durchsichtigen weißen Schmiere vor dem großen Cornettison-Transformator abgefahren. Hörst du den großen summenden Drachen? Mann, hör dir den mal an. Ich wollte, ich könnte hier bleiben und zuhören, Mann. Aber ich muss noch 15-jährige Mädels für den Liebeschor anwerben. Unverzüglich. Horst Badortis. Biegt in der Avenue A ein, Mann. Was für eine wunderbare Straße. Guck dir den Dreck an, Mann. Überall. Das ist mein Apartment, Mann. Avenue A ist einfach nur eine Verlängerung meines ewig wandelnden Scheißhaufens, Mann. Warum habe ich diesen Mantel mitgenommen? Es muss 30 Grad im Schatten sein unter dem New Yorker Baum. Baum, Mann. Hier spricht Horst Badortis, Mann. Schalt Tonbandgerät ein, um den Plan bekannt zu geben, Mann. Es ist so. Ich erinnere mich an einen gewissen Baum in den Cortland Park, wo ich als kleines Kind aufgewachsen bin. Und da, Mann, da gehen wir jetzt hin. Mann, auf eine heilige Pilgerreise in den Van Cortland Park, wo ich als kleines Kind abgefahren bin. Komm, wir gehen, Mann, sofort. Der Gedanke an diesen vergessenen Park meiner Kindheit wirkt jetzt auf mein Horst Badortis Bewusstsein ein. Inzwischen muss ich mich noch 500 anderen Dingen widmen. Fans bequatschen, Mädels bequatschen, Musik bequatschen. Und all diese Dinge sind dringend erforderlich und dürfen nicht einen Moment lang vernachlässigt werden. Aber denk dran, Mann. Trotz all der Dinge, die du zu tun hast, denk an die Bäume vom Van Cortland Park. Grün und frei und von Ruß bedeckt. Ich muss da sofort hin. Zuerst allerdings muss ich zum Tompkins Square Park, wo zweifellos 15-jährige Ausreißerinnen zusammenkommen. Zuerst allerdings muss ich mehr Wind machen, muss mir Kühlung verschaffen mit meinem tragbaren, batteriebetriebenen Fan, bevor ich vor Hitze umfall in diesem verdammten Mantel. Ja, eine kühle Brise, Mann, über die Braue. Ja, bitte. Baby. Ja, eine Straße. Jetzt geht's zum Schlafen. Es wird spät. Jetzt wird sie sicher und geht's zum Schlafen. Also gut. Ich habe durch den Lincoln-Tunnel rauszutrampen versucht. Und die Polizei hat mich angehalten. Ich dachte, jetzt muss ich wahrscheinlich doch noch länger in dieser Stadt bleiben. Ich dachte, das muss wahrscheinlich ein Zeichen sein. Es ist gleich hier um die Ecke, gleich hier entlang. Wir müssen nur einen großen Schritt in den Mietraum machen. Ich hasse diese Stadt. Was hast du denn da? Hör zu, Baby. Was du brauchst, ist einer von diesen Fans. Baby, sieh mal. Da, die Batterien sind am Ende, Baby, und er ist voll Wasser. Aber auf jeden Fall, Baby, kapierst du? Für Typen zum Kopfkühlen gedacht. Was hat denn das Ding gekostet? Ah, ich kaufe sie ein für $1.95 und ich verkaufe sie für $1.95. Man fragt mich, warum. Baby, ich sag's dir. Es sind heilige Gegenstände. Sie machen Musik, einen kleinen Summton. Und deswegen kann ich mir keinen Gewinn damit erlauben. Ich gebe dir $1. Wahnsinn, Baby. Das ist noch besser für mein Ego. Ich verliere Geld an dem Handel. Ich gehe die Hände hoch, Mann. Ich gehe in den Verein christlicher Mädchen und nehme eine Dusche. Hör zu, Baby. Du kannst bei mir baden. Ich schrubbe dir den Rücken. Die Wanne ist voll von 1000 alten Konservendosen. Komm, Baby, wir räumen sie zusammen aus. Wir baden und backen Brot und hängen Wachstücher vor die Fenster und bauen uns unser eigenes kleines Liebesnest. Mann, was meinst du? Geh zum Teufel, Mann. Warum ich es nicht mit chinesischen Papierfächern mache, Mann, das kommt daher, dass ich lange nicht in China schon war. Aber heute Abend muss ich dahin. Nimm's auf Band auf, Mann, damit du es nicht vergisst. Wir fahren abends nach Chinatown zum Essen, Mann. Es ist auf dem Plan. Pass auf, dass du es nicht vergisst, ja? Der Plan ist jetzt auf meinem Horst Badortis Tonband. Später, wenn ich vergessen habe, wer ich bin, kann ich immer das Gerät einstellen und hören, dass ich Horst Badortis bin.
auf dem Weg nach Chinatown. Und jetzt, Mann, muss ich aus diesem Hauseingang raus und die Straße lang. Das ist ein Horst Badorti-Schritt. Und das ist noch einer. Mit Erfolg überquere ich die Straße, Mann. Aber alles halt, stopp! Ich höre puerto-ricanische Musik, Mann. Rasch grabe ich aus dem Horst Badortis Überlebensbeutel Commander Smogs kaiserliche rot-chinesische Militärmütze aus, Mann. Setze mir auf den Kopf und klappe die dicken, daumengefüllten Ordensschützer über meine Ohren, Mann. Schalt das Geräusch von puerto-ricanischen Kürbiskopfspielern aus, die muy bonita, mi corazón singen. Ich höre immer noch ein entferntes Geräusch, Mann, aber ich hau schnell ab. Commander Smog-Mütze hat wieder mal meine Trommelfelle gerettet, Mann. Von einem Anschlag schlimmer als ukrainische Volkslieder. Meine Commander Smog-Mütze ist eine Wintermütze und obwohl es Sommer ist, trage ich sie auf meinem Weg zum Tompkins Square Park. Und jetzt, Mann, jetzt weiß ich warum. Endlich weiß ich, warum ich diesen Mantel mitgenommen habe, um keine Aufmerksamkeit auf die ungewöhnliche Anwesenheit der Commander Schmocks schon kaiserlichen Wintermütze mit den antipuerto-ricanischen Musikordenklappen zu lenken, Mann, die dem Auge eines streifenden Polizisten auffallen könnte. Ich ziehe den Wintermantel an, Mann, damit der Polityp, der mich mit Wintermütze und Mantel sieht, nur feststellt, dass meine Kleidung komplett ist. Und bis er darauf kommt, dass irgendwas nicht stimmt, werde ich längst so eine kleine Schweißpfütze auf dem Bürgersteig zusammengeschmolzen sein. Und jetzt, Mann, sehe ich Mädels, die im Tompkins Square Park spazieren gehen. Hey, Baby, hier ist ein Blatt mit Noten für dich. Halt's fest bis heute Abend und bring's zur St. Nancy-Kirche auf der Bowery mit. Sing diese Musik und du bist voll von aufregenden Schwingungen. Ich kann aber gar keine Noten lesen. Diese Musik wartet auf dich, Baby, direkt unterhalb der Oberfläche deines gerade aufwachenden Bewusstseins. Komm heute Abend um 8 zur St. Nancy-Kirche und du wirst den Weg in die Höhen augenblicklicher musikalischer Meisterschaft finden. Nach der Probe gibt der Maestro Badortis eine Privatstunde in seiner 4th Street Musikakademie über dem puerto-ricanischen Gemischtwarenladen, wo er und sein Stab mit unbegrenztem Kredit versehen Party-Sandwiches eingekauft haben und aus mit leuchtenden Farben bemalten Büchsen ausgewählte Teesorten aufbrühen werden. Studier diese Noten den ganzen Tag, Baby. Bis heute Abend. Darf ich auch eine Freundin mitbringen? Die Akademie öffnet ihre Arme allen Studentinnen unter 16, die ein spezielles Stipendium erhalten, einschließlich eines eigenen Zimmers. Momentan verhandeln wir mit den Hauseigentümern über die Anmietung des gesamten oberen Stocks des Gebäudes. Sing's heute Abend. Und bring deine Freundinnen mit. Ich könnte jeden Augenblick ohnmächtig werden, Mann. Zu große Anspannung meiner wertvollen Energien in diesem 50 Pfund schweren schwarzen Mantel. Ich muss was zu essen haben, Mann. Oder mir wird schlecht. Raus aus dem Park, Mann, und rüber zu einem Gemischtwarenladen. Schnell und her mit der Flasche Pina Colada, denn als Vier-Sterne-General der puerto-ricanischen Befreiungskräfte Mann ist Commander Schmock zu einer Flasche pro Tag berechtigt. Aber zuerst mal muss ich in meinen Zeitungsladen und mir ein Astrologiebuch für diesen Monat kaufen. Ich muss wissen, was mir geschieht, Mann. Denn etwas muss hier geschehen. Knall ihm 50 Cent auf den Tresen und geh raus mit meinem Horst Badortis Original Widderhoroskopbuch. Für heute lass mal sehen. Eine gemischte und verwirrte Ordnung und Chaos drohen. Wieder ein wundervoller, durchschnittlicher Horst Badortis-Tag, Mann. Ich bin gemischt, verwirrt und weiß nicht, wohin ich gehe. Ich spule mir besser das Turm zurück, Mann, und lass mir sagen, wo ich hingehe. Denn jetzt stehe ich gerade an einer Straßenhecke und gehe nirgends hin. Kleine Rädchen des Geräts wirbeln. Schalte einen Knopf, höre. Chinatown. Zum Essen, Mann. Es steht auf dem Plan. Richtig, Mann, ich kapier's. Horst Badortis ist jetzt vollständig orientiert. Chinatown. Die einzige Frage ist, Chinatown in San Francisco oder Chinatown in New York City? Ich könnte Flugzeug nach Frisco nehmen und morgen wäre ich da. Hier sind Mädel, Mann, und noch ein Mädel, das singen möchte. Hey, Baby, tolle Musik. Heute Abend, St. Nancy's auf der Bowery. Was mich zusammenhält, Mann, ist meine Mission, Mann, für Mädels und Musik. Ohne das bin ich eine leere Pina Colada-Flasche. Das ist genau, was ich jetzt tun muss. Sofort, Mann, reingehen in meinen nächsten puerto-ricanischen Kramladen und eine Flasche Pina Colada leeren. Kann ich helfen? Auf dem Regal über dem Kopf von der Kramdame, Mann, steht ein Radio und sogar durch meine Commander-Schmock-Ohrenklappen, Mann, höre ich die unerträglichen Mädel-Rhythmen der puerto-ricanischen Musik.
gehen, weil ich muss hier auch eine Spinacolade sausen lassen.